Moin moin meine lieben Leute und willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Luigi's Mansion 3. Und ja, Gastronomiebereich haben wir abgehakt. Jetzt können wir theoretisch in den Konzertbereich gehen. Läden haben wir auch, VIP-Zimmer haben wir auch abgehakt. Obwohl, VIP-Zimmer können wir nachher mal rennen. Ich glaube, das ist nicht alles weg. Aber jetzt geht's erstmal hier hin. Wohl. Achso, ja, wir müssen erstmal ins Labor wieder zu ihm. Denn im Labor erwartet uns so einiges. Wir haben ganz schön viel Gold. Vielleicht können wir was bei ihm kaufen, jetzt endlich mal. Das wäre zudem fantastisch. Wir gucken mal. So, laufen wir einmal zum Dings hin. Läuft und läuft und läuft. Warte mal. Da ist noch mehr drin. Den brauchen wir auch noch, den Stein. Zack, bin ich letztes Mal schon dran vorbeigelaufen. Den wollte ich auf jeden Fall haben. So. Yes, Luigi, du hast ihn. Weiter geht's. Direkt zum Professor. Gucken, was der uns zu sagen hat. Oh, Luigi, da bist du ja endlich wieder. Einen alten Mann lässt man doch nicht so lange warten. Ich habe mich hier unten mächtig ins Zeug gelegt. Das Labor verfügt jetzt fast über alle Funktionen, die ich mir so vorgestellt habe. Aber du warst offensichtlich auch nicht faul, Luigi. Gut so, sauge bei deiner Erkundungstour mit deinem Schreckweg-Flu immer so viel wie möglich auf. Dabei hast du sicher schon eine hübsche Summe Geld eingesammelt. Frag dich also, was du damit anfangen kannst. Tja, eine ganze Menge. Und ein kleines bisschen werde ich davon auch profitieren, versteht sich. Trommelwirbel, bitte! Hiermit kündige ich voller Stolz etwas ganz Besonderes an. Professor Igits Shopping-Netzwerk ist jetzt freigestellt und hier im Labor zugänglich. Cool. Dort kannst du recht mit sich Items kaufen für einen absoluten Spottpreis. Zur Feier der Eröffnung gibt es, und das ist natürlich nur eine einmalige Sache, ein Gratisgeschenk, und zwar einen Goldknochen. Nur zu Luigi, wähle den Goldknochen einfach aus und nimm ihn mit. Okay. Kaufen. Du hast einen Goldknochen erhalten. Goldknochen sind ganz fantastisch. Sie können dich wieder aufpäppeln, wenn die Anzahl deiner Herzen auf Null sinkt. Ah, okay. Es wäre also ratsam, gleich mehrere Goldknochen an Patterson. Dazu musst du natürlich welche kaufen. Verstöre ruhig ein bisschen. Okay. Oh, jetzt hätte ich es doch beinahe vergessen. Solange du hier bist, muss ich doch etwas erledigen. Luigi, dreh dich nochmal kurz um. Ich muss was an deinem Schreckweg-Flu anpassen. Oh, was macht er da? Schon erledigt. Der Schreckweg-Flu hat jetzt eine brandneue Funktion. Aufgrund einiger Untersuchungen gebe ich davon aus, dass sich Buhu im Hotel verstecken. Mit der neuen Funktion lassen sie sich aufspüren. Die Einzelheiten erläutere ich dir aber später. Gut, das war's erstmal von meiner Seite, Luigi. Dann setz jetzt deine Suche im Hotel fort. Okay, warte mal. Ich will mal den Shop ausprobieren hier. Shopping-Netzwerk. Was ist denn noch so da? Buhu-Finder. Hiermit wird eine Karte der Aufenthalt eines Buhus enthüllt. Für insgesamt einem. Achso, ist nachbestellt, okay. Juwelenfinder. Hiermit wird auf Karte, wo ein Juwel versteckt ist. Für insgesamt ein Juwel einsetzbar. Was kostet das Ding? Oh, Alter, über 1000 Dinger kostet das? Das ist aber viel. Das wollen wir nicht. Was kostet der Goldknochen? Ah, wohl aber viel Geld dafür haben. Naja, komm, einkaufen wir nochmal. Haben wir zwei. Gut. Und los geht's. Hotel erforschen. Yes. So, machen wir es jetzt auf. Zum nächsten Stockwerk. Konzert. Da bin ich mal gespannt. Oh. Achso, Igitt. Witchelboo. Hallo. So schnell kann's gehen. Du bist anscheinend schon auf dem ersten Buhu gestoßen. Er muss ganz hier in der Nähe sein. Lass mich das genau erläutern. Wo waren doch gleich meine Notizen? Also, Luigis Körper besteht aus einem Element, das ich Glibber getauft habe. Glibber reagiert auf Buhus ausgesendete Frequenzen. Wenn sich ein Buhu in der Nähe versteckt, merkt man das daran, dass der Glibber zu vibrieren beginnt. Das Vibrieren nimmt dir zu, je mehr du dich an einem Buhu näherst. Wenn du ganz nah bist, wirst du das im wahrsten Sinne des Wortes spüren. Das war einfach zu verstehen, nicht wahr, Luigi? Starke Vibration bedeutet Buhu in der Nähe. Dann los, fangen wir reichlich Buhus. Ich überlege mir derweil schon mal, wie ich sie in meiner Sammlung einordnen kann. Gut, da oben runterholen. Okay. Los. Wir gehen jetzt in Stockwerk 4. Hinein. So. Ab zum Konzertsaal. Bin ich mal gespannt, was uns da erwartet. Ein musizierendes Gespenst.
Vielleicht mit der Blockflöte. Vielleicht auch nicht. Wir schauen mal. Na, guck mal, da ist sogar das Konzertflügel. Hier ist eine Note. Als Stopper gedacht. Hallo? Ah, Luigi ist schon geil, ne? Schöne Musik. Ich kid. Okay, geh mal ran. Luigi, falls du mal ganz schnell zum Labor musst, habe ich die perfekte Lösung für dich. Ich habe einen Transfersystem eingerichtet, nur für dich. Ruf einfach den VB auf und will Labor, dann bist du nur bei mir. Der Transfer funktioniert auch in die andere Richtung. Du kannst von Labor aus an die Stelle ins Hotel zurück, an der du zuletzt warst. Das war's fürs Erste. Vergiss es bei deiner Erkundung nicht, dass du stets auf das Transfersystem zurückgreifen kannst. Das ist natürlich ziemlich cool. Guck mal reingucken. Was ist denn dahinter? Ah, guck mal. Das wollen wir haben. Okay. Können wir da was reinpusten? Ah, guck mal. Habe ich mir schon irgendwie gedacht. Okay, da brauchen wir zwei. Pass auf. Ja, warte. Und den nehmen wir zum Saugen. Cool. Das ist doch lässig. Hier ist nichts. Wo kann ich das eigentlich einsammeln? Das finde ich komisch. Naja. Was über dem Bild hier? Auch nichts. Okay. Gut, hier ist weiter. Wir laden hier ein. Okay, oh. Okay, da fehlt mein Leben. Das ist nicht schlecht. Was macht man da? Oh. Oh, da hinten ist er. So. Oh, yes. So, Leben wieder bekommen. Bis das Ding platzt. Ah, guck mal, da ist eine Münze. Also, genau, eine Note. Keine Münze, eine Note. Na, guck mal. Wo ist ich hier bei? Oh, hier geht's auch rein. Hier erstmal da rein. Hm?
Machen wir was anderes auf. In der Richtung. In die Richtung. Ah, warte. Oh, hier was eingesammelt hier. Nicht schlecht, nicht schlecht. Das ist echt liebevoll gemacht, so das Spiel, ne? Also, ist ja nicht direkt von Nintendo entwickelt, aber man merkt natürlich, dass Nintendo die Hand da im Spiel hat. Unser Flurry-Meister rein. Na gut, dann geht's wieder durch. Ah, okay. Eieiei, es gibt ja auch abgefahrene Sachen, ne? Man kann ja auch alles einsaugen, ne? Okay, das sieht ja nach einem Spielchen aus. Da brauchen wir einen Code für. Ah, okay, warte mal. Ah, okay. Okay, man kann diesen einen drücken hier. Den. Und den daneben. Okay, warte mal. Den anderen blauen vielleicht? Nochmal. Okay, warte. Hä? Muss auch irgendwie möglich sein, ohne dass es so wild wird. Garantiert der. Also der? Überhaupt nicht. Das sieht ja richtig aus da oben, ne? Ja, da. 2, 3, 4. Ich kriege ja einen falschen. 1, 2, 3, 4. Okay. Warte. Scheinbar auch genau davor sein. 3, 4. Wahrscheinlich der. Warte mal. 1, 2, 3, 4. Nein. 1, 2, 3, 4. Mann, das ist doch echt blöde. Hier hinstellen, geht das dann besser? Pass mal auf.
Er muss auch immer schnell sein. Mal. 1, 2, 3, 4. Oh, das gibt's doch gar nicht. Was ist das Richtige, aber dann. Und dann muss man die da hinten. Man sieht ja immer die, die man nicht treffen soll. Also theoretisch wäre das. Der? 1, 2, 3, 4. Oh, das gibt's doch gar nicht. Warte mal. Kann ich das? Das ist auch echt eine nervige Steuerung. Nochmal, warte mal. Oh, ich hätte es fast gehabt. Nochmal. Mal. Letzte. Das war's. Okay. Mann, hat auch gedauert, oder? Was bekomme ich da jetzt? Yes. Okay. Hat sich jetzt nicht gar nicht so gelohnt, so mega wahrscheinlich, aber hab's mal hingekriegt irgendwie. Ist aber auch echt verwirrend, das da einzugeben. So. Wieder raus. Okay. Wir haben mal den großen Konzertflügel rein. Da ist ein Tod da hinten im Bild. Okay, das spielt ein bisschen alleine für sich. Muss auch mal sein, ne? Da ist Tod. Im Bild! Gar nicht rausholen. Da sitzt da schon der Pianist. Wer stört meine Ruhe? Ja. Okay. Eieiei. Ah, Luigi, läuft das mal? Da oben ist ein Sparschwein. Oh. Ja, man hätte einfach nur im Gang bleiben, dann passiert eigentlich nichts. Glaube ich. Oh oh. Jetzt geht's ab. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das ist echt lustig. Oh!
Oh, jetzt hier. Geistige Schleuder von anderen Geist besiegt. Perfekt. Oh, oh. Jetzt gibt's Rambazamba. Okay, jetzt hast du geschossen. Okay, ich muss wahrscheinlich auf den Typen schießen, wenn ich es geschafft habe. So, wie gefällt dir das? Ja, da haben wir aber mal Power, was? Leben? Oh, Mist. So, jetzt haben wir dich. Ein bisschen zumindest. Oh, ja. Oh. Ja. Ei, ei, ei. Das war das Leben, das wir haben. Oh. Das war das Leben, haben wir los. Oh. Oh, schnell weglaufen. Oh. Oh, Mist. Ah. Okay, jetzt haben wir ihn erwischt. Nein. Scheiße. Oh nein. Wie dumm. Komm schon. Hä? Boah, das wäre blöd. Das wäre blöd von mir. Na gut. Wir müssen aufpassen. Alter, ist. Nein! Ist tonlaut, aber. Ach, schade. Ich dachte, er nimmt automatisch einen Knochen. Das nimmt er natürlich nicht. Oder? Natürlich, macht das automatisch. Perfekt. Weiter geht's. Okay, perfekt. Gut, dass wir noch einen dabei hatten. Mist. Was müssen wir uns noch mal hinkriegen da mit den Bomben?
Das gibt's nicht. Was mache ich denn da, ey? Oh. Ach, das war ja wirklich blöde gerade. Das war wirklich wieder blöde. Ich glaube, es hat sich noch keiner so blöd angestellt, wahrscheinlich bei dem Gegner. Aber es ist doch so echt, ich finde das nicht so einfach zu drehen und zu steuern mit dem Ding. So ein bisschen blöd ist die Steuerung schon. Also gerade das Drehen da, das ist wirklich so ein bisschen... Na gut, probieren wir's mal. Ja. Kannst die Kacke normal machen. Oh, kriegst du mich echt noch, wa? Oh, Mann. Gar nicht. Jetzt haben wir wirklich noch ein paar Leben bekommen, glaube ich. So, jetzt haben wir dich. Cassiopeia. Genug Nerven gekostet. So. Perfekt. So, der nächste Knopf. Und wir können Tod befreien. Das machen wir als nächstes. Wie sinnbar, finde ich. Du hast einen deiner Freunde gerettet, Luigi. Die Geretteten wären bei mir im Labor am besten aufgehoben. Hier sind sie in Sicherheit. Also bring Tod jetzt am besten zum Aufzug. Machen wir schnell. Bringen wir schnell zum Aufzug. Warte mal. Geh nochmal da rein. Wenn ich noch eine Tür dahin. Tod, komm mal kurz mit. Wenn
eigentlich noch eine Tür da hinten oder sehe ich das verkehrt? Mann. Okay, ich kann alles klatschen mit ihm. Ah, geht nicht, okay. Gut. Oh, jetzt habe ich tot dran. Gut, bringen wir erstmal zum Aufzug. Komm mit. Ab zum Aufzug mit ihm. Tot, ich zeig dir, wo es hingeht. Well. Bye bye. Oh. Natürlich hat sie eine Katze auf dem Schoß. So, ich geh die. Komm, was sagt? Du hast an deiner Freunde wiedergefunden. Wie viele Vermisste sind es jetzt noch? Ah, zwei Toads, Prinzessin Peach und dein großer Bruder. Das ist ja auch eine Gefangenschaft. Es ist also noch reichlich zu tun. Nun dein Fiddler, okay. So, wir können den neuen Knopf benutzen. Machen wir in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüss.